Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ihr habt euch was gewünscht, was creepy ist, und euer Wunsch sei mir Befehl. Heute spielen wir The Ball Pit. Ich habe darüber so einiges schon gehört. Es geht auch um einen creepy McDonald's und einen creepy Ronald McDonald. Und ja, das muss ich unbedingt ausprobieren. Wir zocken das heute gemeinsam. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch Angst habt vor Clowns und vor den Backrooms. Lasst unbedingt Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solcher Spiele spiele. Bei 10.000 Daumen nach oben probiere ich das nächste gruselige Mc's-Spiel aus. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. McDonald's. Und das M ist umgedreht. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber okay. Ich weiß noch nicht mal, wie die Steuerung ist. Da muss ich auch gleich erstmal gucken. Hier ist keine Anleitung, also ja, ich würde sagen, wir spielen das Spiel. Was läuft hier für eine Musik? Erinnert mich so an Roblox. Weiß nicht, ob ich das abspielen kann, aber für alle, die es auch spielen werden, ihr wisst wahrscheinlich dann, was ich meine. Haben wir es jetzt nachts oder ist es hell? Leute, was ist das? Warte. Play Area. Warum ist die so dunkel? Wer feiert auch immer total diese Spielplätze bei McDonald's? Ehrlich jetzt, wenn ich könnte, würde ich dort eine Overnight-Challenge machen. Ich hätte voll Bock drauf. Einfach mal eine Overnight-Challenge bei Mc's in der Nacht auf dem Spielplatz. Das wäre mein Traum. Jo, was ist hier denn? Arbeitet hier überhaupt jemand? Es ist helllichter Tag und keiner arbeitet hier, oder was? Okay, wir schauen einfach mal. Da liegt ein Happy Meal. Ist das Happy Meal? Yummy. Da würde ich nicht Nein sagen. Zu einem gratis Happy Meal. Aber die Frage ist, was ist da drin? Kann man dem Happy Meal trauen? Ich meine, da arbeitet nun nicht mal jemand. Wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Bei McDonald's. Leute, schreibt mal jetzt eure Bestellung unten rein. Was würdet ihr jetzt hier bestellen? Wir hätten Big Mac. Ist das da links der Preis? Ist alles gratis? Leute, greift zu. Wir haben gratis Essen hier bei McDonald's. Alles 0 Euro. Und Shrek Happy Meal haben wir. Okay. Salat, Pommes. Oh mein Gott, gegen eine McDonald's Pommes hätte ich absolut gar nichts. Gerade weil Mc's Pommes ist das Beste überhaupt. Ehrlich jetzt. Wenn du einen schlechten Tag hattest, einfach die Pommes essen, dir geht's wieder gut. Okay, bevor wir das Happy Meal essen, wir schauen noch ein bisschen hier rum. Mal gucken, ob wir nicht irgendwas übersehen, was vielleicht wichtig ist. Wir entdecken mal McDonald's hier. Alter, das sieht einfach nur falsch aus. Können wir rausgehen? Nein, wir sind eingesperrt. Nice. Und hier sieht es auch nicht besser aus. Alter, hat hier jemand seine Cola umgekippt? Und er wurde einfach mal nicht sauber gemacht? Wow. Ja, wie denn auch, wenn da keiner arbeitet, ne? Okay. Wir haben Coca-Cola. Wir haben Pepsi. Und Fanta. Also ich finde, das sieht total süß und sympathisch aus, außer die Fanta. Also ich nehme auf jeden Fall die Coca-Cola. Sah mir eher aus wie Wasser mit Sprudel, Leute. Das war keine Coca-Cola. Ich will meine Cola. Also an die Kasse können wir nicht gehen. Ich glaube, die existiert eigentlich noch nicht mal. Das ist einfach nur ein Steinblock. Können wir schon in die Play Area mal schauen? Oh, muss ich das Happy... Ich muss das Happy Meal essen. Ich werde dazu gezwungen, das Happy Meal zu essen. Also wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es essen. Aber ich habe nichts gegen, weil das sieht toll aus. Und ich liebe Happy Meals. In einen Happen? Alter, ich habe es mit Verpackung gegessen. So gefräßig bin ich nicht, Leute. Okay, lecker. Ich habe gar nicht gelesen, was da jetzt stand. Außer lecker. Kann ich jetzt in die Play Area? Warte, ich kann hier rein? Oh mein Gott. Juhu! Verdammt. Ich muss einen Weg finden, irgendwie das Licht anzuschalten. Ja gut, wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich schau mal, wo wir das Licht anschalten können. Gibt es hier gar keinen Lichtschalter? Hallo? Hallo? Woher kommt der Strom? Gibt es einen Stromkasten? Hier hinten vielleicht. Ah, jetzt können wir es auch öffnen. Oh mein Gott. Leute, ich bin sprachlos. Was macht der Schlüssel in der verdammten Toilette? Ew, ekelhaft. Können wir wenigstens unsere Hände waschen? Können wir den Schlüssel abwaschen? Oh, ihr seid so eklig. Ihr seid so eklig. Wer tut den Schlüssel, ja, zum Spielplatz in die Toilette? Schämt euch. Schämt euch. Aber egal, was man nicht alles dafür tut. Können wir es jetzt öffnen? Yes. Okay, cool. Warte, was ist das denn? Ah, das ist der Stromkasten. Okay, jetzt wird's gruselig, Leute. Die Musik hat sich geändert. What the heck? Ich habe Angst. Komm ich hier raus? Okay. Ah! Hallo, brauchst du Hilfe, Bro? Ich höre einen Schreien. Ich höre einen Schreien. Alter! Da hatte wohl jemand zu viel Pommes mit Ketchup. Können wir wieder rausgehen? Die Tür ist jetzt abgeschlossen. Okay, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Warnung. Geh nicht
in das Bällebad. Alter, wie er guckt. Ja, wow, ich freue mich. Nicht. Okay, wir müssen wohl hier hochgehen. Alter, meine Steuerung ist auch richtig schlecht hier. Hallo, ich möchte hier hoch. Okay, dankeschön. Und dann müssen wir wohl runterrutschen. Okay, ich mach's. Woo-hee! Ab ins Bällebad! Hallo? Passiert irgendwas? Alter, wir können durchs Bällebad rennen! Wie cool! Was passiert hier? Wo bin ich? Leute, ich bin in dem Bällebad-Backrooms von McDonald's gelandet. Und hier liegt einfach random Happy Meal. Das muss ein Spielzeug sein vom Happy Meal. Eine Taschenlampe. Okay, jetzt sehen wir auf jeden Fall mehr. Und ich fühle mich ziemlich lost hier. Also ich finde es ziemlich gruselig, Mann. Ich mag zwar ein Bällebad, aber das finde ich gruselig. Müssen wir den Bällen ausweichen? Wer wirft die Bälle? Hallo? Ist da jemand? Ich habe Angst. Warum weine ich gleich? Ich habe jetzt schon Angst. Woher kommen die Bälle? Achso, von da oben. Hallo? Hallo? Wer schenkt mir kostenlose Happy Meals? Und wer wirft mit Bällen? Hallo? Abgeschlossen. Ja, super. Da müssen wir wohl hier lang oder kamen wir von hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Anscheinend müssen wir wieder einen Schlüssel finden. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wie soll ich da rüberkommen? Hallo? Ah, okay, die Tür ließ sich öffnen. Ich weiß nicht, was das jetzt sein soll. Muss ich hier hochspringen? Ja, ich muss hochspringen, Leute. Okay, viel Spaß mit Becky hier. Ich kann das absolut gar nicht. Ah, oh doch. Leute, ich kann so springen, als wäre ich ein Astronaut. Oder auch nicht. Ich fühle mich so schwerelos hier. Alter, wie soll ich steuern? Das ist ja unmöglich. Alter, ich weiß jetzt schon, ich werde verlieren. Okay, ich glaube, ich muss lang genug irgendwie drücken, um da rüber zu kommen. Okay, das haben wir dann auch mal geschafft. Alter! Ich bin doch gesprungen! Aber muss ganz oben sein und dann kann man erst springen. Ah! Okay, geschafft. Jetzt rüber. Oh mein Gott, hier liegt der Schlüssel. Boah, das war eine schwere Geburt, Leute. Ich sag's euch, das war richtig schwer gerade, weil ich bin so schlecht in sowas. Aber woher soll man wissen, dass man ganz oben auf dem Ball stehen muss? Okay, ich dachte, man könnte einfach easy peasy springen, aber ging nicht. Müssen wir da rüber? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen wieder zurück, weil dort war doch eine verschlossene Tür, oder? Okay, jetzt lässt sich die Tür öffnen. Und es geht weiter in den... Press-Button? In den Backrooms? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist, den roten Knopf zu drücken. Aber okay, ich habe keine andere Option, Leute. Okay, was ist passiert? Hallo? Können wir jetzt da rüber, wo wir vorhin waren? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Doch, wir können rüber. Ey, sag mir nicht, wo es wieder springen. Nee, ich kann einfach rüberlatschen. Huh, Glück gehabt. Okay, es geht weiter, Leute. Mal gucken, was jetzt kommt. Wie ich rüberhüpfe. Alter, ich hätte so Angst. Wer hätte auch Angst? Der kommentiert mal jetzt mit einem Geister-Emoji. Das ist creepy. Wo landen wir? Warte, das sieht gar nicht gut aus. Warte, sind wir jetzt vor McDonald's? Was sind wir? Vor McDonald's, oder? Hä? Ich glaube, wir sind echt in den Backrooms, weil... Wo bin ich? Irgendwie in der Matrix? Wir müssen wohl rein. Was? Befreie ihn? Bro, ich habe Angst. Wen befreien? Ein Haufen Bälle. What the hell? Der Ketchup macht mir mehr Angst. Und, nee, eigentlich machen mir die Arme mehr Angst. Was zum Geier? Es ist abgeschlossen. Okay, wo finde ich einen Schlüssel? Habt ihr Hände einen Schlüssel? Wo bekomme ich den Schlüssel her? Was hat das mit diesem Bälleberg auf sich? Irgendwo müssen wir einen Schlüssel herbekommen. Oh, draußen einer. Okay, ich
würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei Ronald McDonald, Leute. Wir haben ihn einfach mal freigelassen. Der sah so gruselig aus, Mann. Ah! Junge! Alter, der lacht doch noch so gruselig! Ich hasse Clowns! Weiche von mir, du Dämon-Clown! Alter, Becky, konzentrier dich auf den Ausgang. Konzentrier dich auf den Ausgang. Und jetzt, Body Dump. Jetzt aber! Ja! Wow! Oh mein Gott, wo bin ich? Es stinkt so fürchterlich hier. Alter, mein Herz. Mein Herz! Ist das Ketchup? Ein Ketchup-Abfluss. Ronald, bist du da? Ich hoffe nicht für dich. Ich fühle mich beobachtet. Ich fühle mich auch verfolgt. Ew. Also alter Ketchup stinkt bestimmt. Okay, wir müssen einmal hier und wir müssen wieder irgendeinen Button drücken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt dann Ronald kommt. Hallo? Was ist hier passiert? Sag mir nicht, wir müssen wieder zurück und dann kommt er wieder. Alter, nein, zurückgehen ist keine Option. Ich will das nicht. Jetzt kann ich irgendwie schneller rennen, habe ich das Gefühl. Müssen wir hier lang? Konnten wir hier vorne lang? Keine Ahnung. Was ist das jetzt hier? Ah! Ich soll rennen? Oh mein Gott! Nein, ich rufe! Jetzt fängt's an. Ah! Nein! Ich schaffe es nicht! Ich schaffe dieses Game nicht! Es macht mich wahnsinnig mit dieser Steuerung. Mit dieser Steuerung werde ich es nicht schaffen, Leute. Leute, jetzt aber in Ruhe, ja? Ich brauche Ruhe, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich muss jetzt einfach leise sein. Ich darf nicht so viel rumlabern. Okay, jetzt volle Konzentration, Becky. Es geht los. Ah! Okay, ich schaffe das. Becky, du schaffst das. Du schaffst das. Oh, Alter, wie lang ist das? Hilfe. Oh mein Gott. Oh, ah! Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte bleib nicht stecken. Ich muss darüber. Ich muss zur Leiter. Oh mein Gott. Los. Ja. Oh mein Gott, wir schaffen es. Wir schaffen es. Ich habe es nach 100 Jahren dann auch mal geschafft. Wo sind wir jetzt? Ein Loch. Und schon wieder Bälle. Sind wir schon wieder am Anfang? Wo sind wir? Hallo? Alter, mein Herz. Mein Puls. Nicht mehr, aber ich bin so am Zittern. Ey, sag mir nicht, wir kommen schon wieder da hinten raus. Freedom. Hier sind Türen. Alle verschlossen? Hallo? Ich weiß nicht, ob man dem trauen kann. Sieht so aus, als müsste ich einen Schlüssel finden. Warte, hier hat sich was geöffnet. Was zum Geier ist hier los? Sag mir nicht, Ronald McDonald kommt hier wieder an. Der Ausgang war mit Bällen versperrt. Ich höre hier komische Geräusche. Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich überhaupt richtig? Ich höre einen Clowns lachen. Was ist das? Es öffnen sich irgendwie Türen. Nein, ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Warte, hier ist ein Schlüssel. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. Wie kann ein so ein Spiel so Angst machen? Ich glaube, ich werde traumatisiert sein. Von den ganzen Bällen. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee jetzt hier. Warte, können wir hier durch? Nee, die Tür ist verschlossen, okay. Und nun? Wehe, Ronald McDonald kommt. Warte, hier liegt wieder ein Schlüssel rum. Und einfach mal random ein Tisch mit Stühlen. Wow. Da würde ich nicht essen. Warte, bin ich richtig? Nee, falsch, oder? Hä? Hä, die Tür ist offen? Ich bin verwirrt. Warte, hier liegt wieder ein Happy Meal. Und noch ein Happy Meal. Kann ich die essen? Kann ich die mitnehmen? Hallo? Also, wenn mir schon jemand das da hinlegt, dann will ich das auch gerne essen. Das sieht mir nicht so sehr nach Freiheit aus. Ich glaube, wir müssen wohl runterspringen. Oh mein Gott, ich sehe die Freiheit. Fast da? Hallo? Oh mein Gott! Was war das denn? Es war umsonst! Es war alles umsonst! Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr es auch schon gespielt habt. Und soll ich mehr Creepy Maces Spiele spielen, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so sehr lieb. Bye! Und ich werde nicht mehr schlafen können.